Medizinisch gesehen sieht es also wirklich gar nicht gut aus, auch von dem her, wie groß halt der Tumor mittlerweile ist. So, Freunde, heute gibt es ein neues Gesundheitsupdate. Also erstens lebe ich immer noch. Mehr kann ich jetzt dazu nicht so wirklich sagen. Ich war auch noch mal beim Arzt gewesen und der ist auch ziemlich überfordert irgendwie in der Situation. Er meint jedes Mal, er weiß nicht ganz, was da los ist. Wenn er meine Brust sieht, dann sagt er, es müsste mir eigentlich ganz anders gehen. Ihr dürft jetzt auch noch einen Live-Blick auf meine Brust werfen. Das sieht richtig ekelhaft aus, also guckt lieber weg. Und das sieht richtig, richtig eklig aus. Du musst ein bisschen drin bleiben, dann wird's warm. Ja, das war echt eine richtig coole Zeit am Alpsee. Wie ihr gesehen habt, geht es mir tagsüber auch wirklich richtig gut. Ich merke wirklich von dem Tumor kaum was, außer dass es manchmal ein bisschen drückt oder dass ich ab und zu mal ein ganz kleines bisschen Schmerzen habe. Aber leider ist es nicht immer so. Nachts ist es bei mir leider so, dass ich oft kaum schlafen kann, weil ich irgendwie Schmerzen habe, weil ich dann auch tatsächlich relativ schlecht Luft bekomme und weil ich oft wirklich so stark schwitze, dass ich meine Klamotten richtig ausdringen kann. Also es ist richtig, richtig krank irgendwie. Und ja, das belastet mich natürlich dann schon etwas, gerade weil ich dann den ganzen Tag über relativ müde bin, wenn ich nicht dann bis 12 Uhr oder so ausschlafe, weil ich es zum Glück meistens machen kann. Und leider ist es im Moment auch tatsächlich so, dass der Tumor ziemlich gewachsen ist. Also hier oben auch die Beule ist irgendwie deutlich größer geworden. Ich glaube, dass es einfach echt ein kleines Wunder ist, dass es im Moment noch nicht auf die Lunge drückt und nicht aufs Herz drückt, weil es einfach riesig groß ist. Ich war heute Morgen auch nochmal beim Arzt gewesen und habe es nochmal abchecken lassen. Und wir haben auch nochmal zusammen nach Therapiemöglichkeiten geguckt. Allerdings ist da nichts wirklich dabei, was mich jetzt richtig angesprochen hat, weil es halt alles echt krasse Nebenwirkungen hat oder sehr, sehr unwahrscheinlich ist. Also es gibt auch keine zugelassenen Medikamente, die da noch irgendwie helfen. Ja, von daher sieht es medizinisch wirklich sehr, sehr schlecht aus. Also der Arzt hat mir auch nochmal ganz klar gesagt, dass das jederzeit aufs Herz drücken kann oder auf die Lunge drücken kann. Und dann bin ich nicht mehr Herr der Lage und müsste ins Krankenhaus und nur noch im Bett liegen. Von daher bin ich da auf jeden Fall sehr froh für eure Gebete, wenn ihr da weiter auf jeden Fall für mich betet. Ich glaube wirklich, dass wir da ein kleines oder ein großes Wunder brauchen, wenn es nochmal besser werden soll. Ich gebe da auf jeden Fall meine Hoffnung nicht auf und bin auch mega froh dafür, dass ihr da schon so viel irgendwie dafür betet und mich auch so krass unterstützt, auch mit euren ganzen Kommentaren. Und ich bin Jesus da auf jeden Fall auch mega dankbar, dass das immer noch so gut ist. Dass es mir im Moment einfach immer noch so mega gut geht. Ich halte euch hier auf jeden Fall weiter auf dem Laufenden. Auf dem anderen YouTube-Kanal bin ich jetzt im Moment nicht so viel zu sehen. Nicht, weil es mir nicht gut geht oder so, aber weil ich einfach ein paar andere Projekte habe, die mir jetzt einfach auch mega wichtig geworden sind und ein paar andere Sachen machen will, die ich, wo ich meine Prioritäten jetzt aktuell ein bisschen anders setze, falls es auch demnächst vorbei sein sollte. Von daher sehen wir uns auf jeden Fall bald wieder hier auf dem Kanal. Der Christopher macht demnächst vielleicht auch nochmal ein Video, ein bisschen persönlicher, über seine ganze Geschichte, wie er um die Welt gereist ist und wie er dabei auch irgendwie so zum Glauben gefunden hat. Voll die krasse Geschichte auf jeden Fall. Von daher lasst gerne ein Abo da und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Bis dann. Ciao. Tschüss.